Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, es ist toll, wie viele heute gekommen sind. Denn gerade in dieser Zeit brauchen wir eine starke Friedensbewegung, so nötig wie vielleicht noch nie. Und es ist nicht mehr 5:05, sondern es ist vielleicht nur noch eine Minute davor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich kann ich sagen, der Überfall Russlands auf die Ukraine vor gut 2 Jahren hat mich erschüttert. Und dann in Borodjanka vor den zerschossenen Wohnhäusern zu stehen und in Butscha mit einer Überlebenden zu sprechen, die ihren Mann und ihr Zuhause durch die russische Armee verloren hat, Binnengeflüchtete zu treffen, die schon zum 2. Mal aus ihren Dörfern in der Ostukraine vertrieben wurden. Das macht was mit einem, das schlägt man nicht einfach so weg. Ich habe daraus aber andere Schlüsse gezogen als die Bundesregierung oder die CDU/CSU, die immer behaupten, dass dieser Krieg auf dem Schlachtfeld gewonnen werden kann, wenn man nur genügend Waffen und Munition liefert und dass weitere Kriege in Europa vor allem dadurch verhindert werden könnten, dass man maximal aufrüstet. Was für ein Irrsinn! Während viele von uns vor gut 2 Jahren noch verunsichert und erschüttert waren, nutzten die Strategen in der Bundesregierung und in der EU-Kommission schnell die Gunst der Stunde, frei nach dem Motto, verschwende niemals eine gute Krise. Im Handumdrehen wurde diese Krise zur Zeitenwende erklärt. Der Rüstungshaushalt wurde in die Höhe geschraubt und 100 Milliarden Sonderschulden gemacht, mit denen die langjährige Wunschliste von Bundeswehr und Rüstungsindustrie dann abgearbeitet werden konnte. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt ist die Militarisierung der Gesellschaft dran. Im November befahl Kriegsminister Pistorius, unser Land müsse endlich kriegstüchtig werden. Zitat, wir reden über die Fähigkeit, einen Krieg führen zu können, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Versteht denn der Mann nicht, dass es 2 Paar Schuhe sind, einen Krieg zu führen und ihn auch zu gewinnen? Und die anderen Ministerinnen und Minister, die stehen gleich stramm. Finanzminister Lindner will für mehr Rüstung Sozialausgaben einfrieren. Und Gesundheitsminister Lauterbach fordert eine Zeitenwende für das Gesundheitssystem. Das will er auf den militärischen Bündnisfall vorbereiten. Aber hinter den Kulissen läuft das ja schon längst. Vor einiger Zeit haben wir im Gesundheitsausschuss über die Versorgung ukrainischer Verletzter in Deutschland gesprochen. Und ich habe danach gefragt, warum die meisten denn gar nicht in den besonders geeigneten Bundeswehrkrankenhäusern behandelt werden. Ja, hat der Chef des Sanitätsdienstes der Bundeswehr gesagt, das sei durchaus Absicht, damit auch die Beschäftigten in den zivilen Kliniken schon mal lernen, mit Kriegsverletzungen umzugehen. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist doch zynisch in jeder Hinsicht. Ich würde es zum Beispiel begrüßen, wenn der Gesundheitsminister sich darum kümmern würde, dass das Gesundheitssystem in Deutschland erstmal friedenstauglich gemacht wird. Es ist doch irre, dass in jedem Winter Eltern Dutzende Apotheken abklappern müssen, um Hustensaft für ihre Kinder zu kriegen. Und es kann doch nicht angehen, dass jetzt in der ganzen Welt Pflegekräfte angeworben, werden, um hier die Pflegekrise zu heilen, während seit Jahrzehnten hunderttausende Pflegekräfte durch die beschissenen Arbeitsbedingungen ins Burnout und aus dem Beruf hinausgetrieben wurden. Reihenweise gehen schon jetzt vor der großen Krankenhausreform überall im Land die Krankenhäuser pleite. Darum soll sich Karl Lauterbach doch bitte mal kümmern. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP wollte auch nicht zurückstehen und die möchte jetzt die Schulen kriegstüchtig machen. Sie sollen, Zitat, ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr entwickeln und sie sollen noch mehr Jugendoffiziere in die Klassen holen. Und der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes will sogar schon in den Kitas mit Zivilschutzübungen anfangen. Als ob in einem Krieg in Deutschland, der mit großer Wahrscheinlichkeit ein Atomkrieg wäre, das etwas nützen würde, wenn man sich unter dem Spieltisch verkriechen kann. Das ist doch völlig daneben.
Lasst unsere Kinder lieber lernen, wie man Konflikte gewaltfrei bewältigt und wie man Frieden schließt. Und nehmt ihnen diesen verfluchten Leistungsdruck und dieses Konkurrenzdenken endlich von den kleinen Schultern. Das wäre doch ein Beitrag zur Widerstandsfähigkeit dieser Gesellschaft. Denn nur Solidarität macht stark. Und das kommt noch döller. In Bayern ist jetzt gesetzlich die Förderung der Bundeswehr vorgeschrieben. An bayerischen Unis werden Zivilklauseln verboten, die den Ausbau der Rüstungsforschung behindern könnten. Aber wenn wir Linke für das Klima Privatjets verbieten wollen, dann sagt der Söder, wir sind eine Verbotspartei. Wie irre ist das denn? Ich sage, wir brauchen nicht immer mehr Kriegsvorbereitung, sondern eine Politik, die den Frieden vorbereitet. Es wird ja nicht nur im Sozialen gekürzt, sondern auch bei ziviler Konfliktbearbeitung, bei Friedensforschung, bei Entwicklungszusammenarbeit und bei der Demokratieförderung. Also überall da, wo es um Prävention und gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten geht. Und es werden jetzt ganz unverhohlen Waffen und Munition in Kriegs- und Krisengebiete und an patriarchale Diktaturen wie Saudi-Arabien geliefert. Ausgerechnet von den Grünen, die sonst gern mal von feministischer Außenpolitik schwadronieren. Und liebe Freundinnen und Freunde, bei dem verbalen Trommelfeuer, das auf alle herniedergeht, die einen Waffenstillstand und Verhandlungen auch nur ganz vorsichtig ins Gespräch bringen, da muss man fast befürchten, dass man bald nicht nur in Bayern schon verdächtig ist, wenn man für mehr zivile Konfliktbearbeitung wirbt oder über das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aufklärt, was bald wieder nötig ist, weil auch die Einführung der Wehrpflicht wird ja wieder diskutiert. Ein Symbol dafür waren die Reaktionen auf die Rede von Rolf Mützenich im Bundestag. Dabei hat er ja eigentlich nur gesagt, dass wir vielleicht nicht nur darüber nachdenken sollten, wie wir immer mehr Waffen an die Ukraine liefern könnten, sondern auch darüber, wie dieser Krieg beendet werden könnte. Dafür wurde er öffentlich geradezu hingerichtet, auch von Leuten aus seiner Koalition und sogar aus seiner eigenen Partei. Also dabei hat er ja weder die Waffenlieferungen noch die Aufrüstung in Frage gestellt, denn schließlich hat er das ja alles mitgetragen. Er wollte nur eine weitere Option in die Debatte bringen. Und ich bin wirklich entsetzt, mit welchem Zynismus dafür getrommelt wird, dass der Krieg die einzige legitime Option bleibt. Natürlich ist die Ukraine völkerrechtlich im Recht, wenn sie ihr Staatsgebiet zurückerobern will. Aber darf man hierzulande nicht mal mehr darauf hinweisen, dass jeder Tag, den dieser Krieg länger dauert, Menschenleben kostet? Alle, die fragen, wie viele Opfer an Menschenleben und Infrastruktur noch gebracht werden sollen. Alle, die darüber nachdenken, wie man in eine Verhandlungslogik einsteigen kann. Sie alle, vom UN-Generalsekretär über den Papst bis zum SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, die werden in der deutschen Öffentlichkeit so niedergeschrien, dass sich kaum noch jemand traut, das Wort Waffenstillstand zu benutzen. Deshalb lasst uns hier umso lauter sagen. Selbstverständlich brauchen wir zuallererst einen Waffenstillstand. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Gaza, in Kurdistan und im Sudan. Zur Friedensfähigkeit ist es doch zu fragen, wie man aus einer Kriegslogik heraus und in eine Friedenslogik hineinkommt. Zu dieser Frage würde ich mir im Fernsehen Talkshows und Wissenschaftssendungen mit internationalen ExpertInnen wünschen. Und das bitte zur besten Sendezeit. Denn das ist doch die allerwichtigste Frage, die wir in dieser Gesellschaft diskutieren müssen. Wie kommen wir da wieder raus? Und ich bin überzeugt, das geht nur, wenn man das Völkerrecht stärkt. Ich sage bewusst Völkerrecht und nicht regelbasierte Ordnung, wie die Regierung es nennt. Denn regelbasierte Ordnung heißt in Wirklichkeit nichts anderes, als dass sich alle an die Regeln halten müssen, nur der sogenannte Wertewesten nicht, weil der ja für das Gute steht. Nein, es muss schon das Völkerrecht sein, das für alle gilt. Unter dem dürfen wir es nicht tun, auch wenn es sicher im Moment nicht für jede Situation die passende Lösung ist.
Aber zum Glück gibt es ja auch die Möglichkeit, das Völkerrecht weiterzuentwickeln. Seit 2021 gibt es den UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Seitdem sind Atomwaffen verboten. Und schon haben 93 Staaten den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet, also fast die Hälfte der UN-Mitgliedstaaten. Je mehr dazu kommen, umso mehr steigt der Druck auf die atomwaffenbesitzenden Staaten und ihre Verbündeten. Und das ist gut. Und dieser Druck muss auch aus der Gesellschaft kommen, von unten. Ohne das unermüdliche Engagement von vielen tausend AktivistInnen aus verschiedenen Ländern wäre dieser Vertrag ja nie zustande gekommen. Und auch die Ostermärsche, Peter hat es ja gesagt, haben einen Anteil daran, dass er zustande gekommen ist. Und deshalb ist kommunale Friedensarbeit so wichtig. Jede Stadt, die sich für das Atomwaffenverbot ausspricht, ist ein Nagel mehr im Sarg der Atomwaffenideologie. Und wenn wir das Völkerrecht stärken, dann könnten wir auch, wäre das auch ein Beitrag, die irrsinnige Hochrüstung einzusparen. Denn wir brauchen unsere Ressourcen dringend für Zukunftsinvestitionen in die Infrastruktur, in unser Bildungswesen, in Wohnungsbau, ins Gesundheitssystem und ganz dringend in den sozial-ökologischen Umbau. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Und schon 2021 gaben allein Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien, also die größten europäischen NATO-Mitglieder, mehr als dreimal so viel für Militär aus wie Russland. Und da frage ich doch, wie viel höher müssen unsere Rüstungsausgaben eigentlich sein als die von Russland oder China, damit wir uns in der Logik der Abschreckung sicher fühlen? Extreme Hochrüstung, belehrt mich eines Besseren, wenn jemand ein Beispiel kennt, extreme Hochrüstung hat noch nie in der Menschheitsgeschichte einen Krieg verhindert. Zur Abschreckungslogik gehört nämlich dazu, dass man unbedingt bereit und in der Lage sein muss, einen Krieg zu führen. Also die Kriegsführungsfähigkeit ist generell Teil der Abschreckungsideologie. Und Abschreckung ist damit Kriegsvorbereitung und das lehnen wir ab. Und wenn man Sicherheit nicht aus einer Abschreckungsperspektive betrachtet, sondern danach, wie verlässlich die Menschen ihr Leben planen können, da muss man, glaube ich, sagen, dass es um die Sicherheit vieler Menschen in Deutschland gerade gar nicht so gut steht. Die jahrzehntelange Kürzungspolitik hat dazu geführt, dass marode Straßen und Brücken inzwischen zum Landschaftsbild gehören. Ihr kennt das alle, Leverkusener Brücke, ja, Brückenlücke Lüdenscheid, was sage ich euch? Und wer wie ich viel mit der Bahn fährt, der merkt, wie sie immer unzuverlässiger wird. Dabei ist doch die Bahn ein bundeseigenes Unternehmen. Trotzdem wurde sie derart auf Rendite getrimmt, dass Wartungen und Reparaturen so lange vernachlässigt wurden, bis eben nur noch Neubau hilft. Und den Neubau, den bezahlt dann der Bund, ganz selbstverständlich. Und die Bilanz der Bahn sieht wieder besser aus. So, liebe Freundinnen und Freunde, kann man da keine ökologische Verkehrswende machen. Ist doch absurd. Die 45 Milliarden Euro, die der Bahn fehlen, wären problemlos finanzierbar, hätte die Bundesregierung nicht schon seit 2001 Milliarden Euro in das von Frankreich geführte Kooperationsprojekt für ein neues Luftkampfsystem, das sogenannte FCAS, investiert, das nach Einschätzung von Bundeswehrkreisen schon veraltet ist, bevor der erste Flieger abhebt. Ist das Generationengerechtigkeit, wenn wir unseren Enkeln und Urenkeln zwar neues, aber wenn auch nicht unbedingt modernes Kriegsgerät, aber eine kaputte Infrastruktur hinterlassen? Das finde ich nicht. Oder schauen wir mal in die Schulen. Die sind derart veraltet, dass mancherorts Eltern bei Unternehmen um ausgediente Computer für die Klassen betteln müssen. Oder dass sie in ihrer Freizeit die Klassenzimmer renovieren müssen, weil die Städte und Gemeinden einfach unterfinanziert sind und durch die Schuldenbremse geknebelt. Die britische Friedensbewegung hatte mal einen Aufkleber mit der sehr klugen Frage, und jetzt passt alle auf, wie wäre es, wenn unsere Schulen alles Geld bekämen, was sie brauchten, und die Armee
müsste einen Kuchenbazar machen, um neue Munition zu beschaffen. Das sollten wir doch mal ausprobieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn ich gerade bei den Kindern bin, der Europarat beklagt die hohe Kinderarmut in Deutschland. Jetzt gerade hat der Paritätische seinen Armutsbericht wieder vorgelegt. Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland muss in Armut aufwachsen. Im Ruhrgebiet ist es sogar jedes vierte Kind. Eine echte Kindergrundsicherung wäre ein wichtiges Instrument, um Kinder aus der Armut zu holen. Mit den 10 Milliarden, die die Bundesregierung in die neuen Atombomber F-35 stecken will, wäre die Kindergrundsicherung so ausfinanzierbar, wie die Familienministerin den Bedarf eigentlich mal berechnet hatte. Also es liegt auf der Hand, wer ein soziales Land, ein sicheres Leben und einen entschlossenen Kampf gegen die Klimakrise möchte, der und die muss sich gegen Aufrüstung, Militarisierung und Kriegsrhetorik stellen. Und zwar überall. Und ich danke euch, dass ihr hier seid. Das zeigt, ihr macht euren Rücken gerade. Ihr lasst euch nicht einschüchtern. Machen wir zusammen unser Land friedenstüchtig. Es lohnt sich. Ganz, ganz herzlichen Dank an Katrin Vogler.